Ich hatte den Masterstudiengang Wirtschaftspsychologie, Leadership und Management gewählt und habe das Studium im Oktober 2017 abgeschlossen. Nachdem ich den Abschluss in der Tasche hatte, habe ich alles gemacht, aber nicht studiert. Ich habe die freien Abende genossen, habe mich mit Freunden getroffen, wollte unbedingt ganz weit weg, bin nach Indonesien gereist. Da sind wir auf Rundreise gegangen, quer durchs Land mit dem Rucksack. Und im Anschluss an die Reise habe ich mich dann verstärkt auf Jobsuche begeben. Ja, nach dem Abschluss meines Studiums hat sich die Perspektive auf das gesamte Berufsleben geändert oder auf die Arbeitswelt geändert. Nach meinem Bachelor-BWL-Studium habe ich eher so die wirtschaftliche Seite betrachtet. Nun achte ich eher auf den menschlichen Faktor und somit auch auf die Bedürfnisse von allen Beteiligten. Ebenfalls habe ich auch den Bereich gewechselt. Das heißt, ich habe vom administrativen Personalbereich in den Bereich Personalmarketing und in das strategische Recruiting gewechselt. Das Wichtigste, was ich aus dem Studium mitgenommen habe und auch weiterhin beibehalten werde, sind die Begegnungen, die Gespräche und auch die Kontakte zu den Kommilitonen, zu den Menschen, denen ich begegnen durfte. Die ganzen Gespräche und der ganze Austausch hat meinen Blick geweitet und auch entsprechend ein ganz anderes Verständnis für vielfältige Situationen geschaffen.